In 15 Jahren wird gut jeder zweite derjenigen von uns, die vor 1980 geboren sind, nicht mehr im Berufsleben sein. Das bedeutet, die Generation Y geht nach vorne und sie führt. Und in diesem Video erfährst du, worauf die Generation Y in der Führung von Menschen wirklich Wert legt. Generation Y, das ist kein Mythos. Mit dem Thema haben wir jeden Tag zu tun. Das sind Menschen, die zwischen 1980 und 95 geboren wurden. Möglicherweise gehörst du auch dazu. Und was zeichnet diese Menschen aus? Wie sind die groß geworden? Wie sind die erzogen worden? Und vor allen Dingen, und wir haben uns beschäftigt damit intensiv, wie werden diese Menschen Führungsverantwortung übernehmen? Erster Punkt von insgesamt 10, die ich jetzt für dich habe, und einen Extrapunkt, den möchte ich voranstellen. Der erste Punkt, diese Generation Y ist gekennzeichnet davon, dass sie für sich in Anspruch nimmt, immer Lernende zu bleiben. Bedeutet, sie mögen keine Perfektion, bedeutet, sie erlauben sich zu scheitern. Denn wer lernt, wird scheitern. Das, was du neu lernst, wird nicht sofort funktionieren, sondern das ist eine sogenannte Beta-Version, wie ja Apps auch immer Beta-Versionen sind, die abgedatet werden und sie werden niemals fertig. Das bedeutet, Prinzip Nummer 1, Punkt Nummer 1, diese Generation bleibt Lernende. Zweitens, die erfolgreichen Führungskräfte der Generation Y werden beweisende Vorbilder sein. Sie werden transformational führen, wie das so schön heißt. Sie werden durch den Einbezug von Gruppen dann nach vorne gehen und handeln. Das hat sich gegenüber früher nicht verändert. Beweisende Vorbilder gab es früher auch. Also hier haben wir einen Punkt, den die Generation Y tatsächlich übernimmt. Drittens, sie geben eine Richtung vor und sie geben mit dieser Richtung, die sie vorgeben, Orientierung für ihr Umfeld. Mit all dem, was sie tun und mit all dem, was sie nicht tun, spricht mich jetzt gestern erst ein Kunde auf das Thema Homeoffice an und sagt, ja, die jungen Leute, die wollen heute ein Homeoffice, sonst fangen sie gar nicht in dem Unternehmen an. Warum fordern sie ein Homeoffice nun? Weil sie es können. Denn früher sind die Menschen zur Arbeit gegangen, heute ist die Arbeit am Menschen. Und die Generation Y wird deswegen Arbeit und persönliche Zeit neu definieren. Die Generation Y, die Führung übernimmt und Führungsverantwortung übernimmt, übernimmt diese Verantwortung, indem sie Initiative ergreift. Es ist so, wer die Initiative ergreift, führt automatisch. Da schauen alle hin, da haben Menschen eine Erwartungshaltung, es hat jemand eine Idee und automatisch hat er einen Führungsauftrag. Also wer die Initiative ergreift, führt, das wäre der vierte Punkt. Der fünfte Punkt, der zahlt ein auf den zweiten. Sie sind so ein Stück weit gekennzeichnet von klar Ergebnisorientierung, aber auch von Prozess. Und ich fasse das gerne in einem Satz zusammen und sage, rede Erlebnis, doch lebe Ergebnis. Das wäre der fünfte Punkt und das fünfte Prinzip. Führungskräfte der Generation Y denken vom Ende, sind ergebnisorientiert und sind mehr daran interessiert, was hinten rauskommt, als dass sie interessiert wären daran, wie Dinge zustande kommen. Das meine ich, hat es auch früher schon gegeben. Ergebnisorientierung ist sicher ein Kennzeichen von erfolgreichen Führungskräften, sagen wir der Generation Y und sagen wir auch der Generation X, also meiner Generation. Ich persönlich bin auch nach wie vor ergebnisorientiert. Das wird sich in meinem Führungsleben auch nicht ändern. Die Führungskräfte der Generation Y führen transformational, wie schon gesagt. Die beziehen Gruppen mit ein, beziehen Stimmungen mit ein, sind bereit, lieber unvollkommen zu beginnen, als perfekt zu zögern und nehmen in Kauf, dass das, was heute entschieden wird, möglicherweise morgen neu entschieden werden muss. Wenn wir uns heute geirrt haben, machen wir morgen was Neues. Es ist immer besser, eine Entscheidung zu treffen und dann zu einer Erkenntnis zu kommen, als zu verharren und zu glauben, dass Verharren und nicht entscheiden auch eine Lösung ist. Die Nullvariante ist eine Lösung, dann muss ich bewusst entscheiden, mich nicht zu entscheiden. Ansonsten sind Entscheidungen gut und es ist wichtig, nach vorne zu gehen und bereit zu sein, auf der Beta-Version die nächste Version aufzusetzen, um mich dann schrittweise zu verbessern. Die Generation Y ist bereit, Projektdenken zu etablieren, eher als ein Arbeitnehmerdenken. Während früher noch Menschen einmal Siemens, immer Siemens dort angefangen haben, um dort zu bleiben, und du kannst Siemens ersetzen durch alle Großkonzerne, so sind Anhänger der Generation Y heute eher gekennzeichnet davon, dass sie sagen, ich mache das Projekt und bin dann für 2 oder für 3 Jahre für dieses Projekt engagiert.
Möglicherweise kündige ich dann und werde mich neu entscheiden für ein neues Projekt. Das ist eher ein projektbezogenes Denken, als es ein ewiges "Ich bleibe immer da" Denken wäre. Übrigens trennen sich Anhänger der Generation Y auch von guten Leuten. Sie sind bereit, sich zu verabschieden von Menschen, die gut sind, weil sie wissen, dass sie bessere brauchen. Das ist eine schwere Top-Führungsentscheidung, sich nicht nur von Schlechtleistern zu trennen, sondern auch von Leuten zu trennen, die zwar gut sind, wo wir aber entschieden haben, gut ist für uns nicht gut genug. Übrigens, überall da, wo Top-Leistungen gebracht werden, ob in traditionellen alten Unternehmen oder in den Startup-Unternehmen, wirst du Leute treffen, die hohe Ansprüche haben, die diese Ansprüche ständig erhöhen und die an diesen angehobenen, ständig sich erhöhenden Ansprüchen auch ihre Rekrutierungsentscheidung ausrichten und die einfach nicht wollen, dass Durchschnitt Platz greift. Deswegen, gute Führungskräfte der Generation Y trennen sich von guten Leuten, um dann bessere einzustellen. Das neunte Prinzip ist, und der neunte Grundsatz ist, Führungskräfte der Generation Y korrigieren nicht den Durchschnitt nach unten. Bedeutet, wenn sie Führungsverantwortung haben für Führungskräfte, die Führungskräfte führen, denken wir mal zwei Ebenen tief, dann sind die nicht so sehr daran interessiert, nach unten Durchschnitt zu korrigieren, immer wieder Menschen daran zu erinnern, wie sie das anders besser machen. Da wird es ein, zwei, drei Gespräche geben, da gibt es eine klare Linie. Und für den Fall, dass dann der Durchschnitt sich nicht verändert, dann gehören Durchschnitt eben zu den sogenannten guten Leuten, die dann durch bessere ersetzbar werden. Das bedeutet, dieses Trennungsszenario, das ja nicht sehr modern ist, im Zusammenhang mit Führung zu diskutieren, ist sehr klar schon bei der Rekrutierung. Es ist sehr klar schon beim Abschließen von Arbeitsverträgen, worauf wir uns einlassen und was am Ende dabei rauskommen soll. Übrigens auch, was wir in unserem Umfeld nicht wollen. Führungskräfte der Generation Y sind eher gekennzeichnet dadurch, dass sie Menschen fragen, anstelle ihnen Dinge zu sagen. Das ist ein wichtiges Führungsprinzip schon früher gewesen. Wer Menschen etwas sagt, führt sie in die Abhängigkeit von dem, der etwas sagt. Und kaum ist der etwas sagt, nicht da, sind die, die warten auf den, der etwas sagt, unsicher und warten. Menschen, die fragen, führen Menschen in die Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von dem, der fragt. Das bedeutet, wenn der fragt, nicht da ist, können sich die, die da sind, fragen, was der gefragt hätte, der nicht da ist. Menschen, die fragen, führen Menschen in die Unabhängigkeit. Führungskräfte der Generation Y fragen statt zu sagen. Und der Bonuspunkt und der letzte Punkt, also der 10. plus 11. Punkt, Führungskräfte der Generation Y führen so, zumindest in großen Kontexten, dass sie schrittweise entbehrlich werden. Das bedeutet, dass es läuft, auch wenn jemand mal nicht da ist. Das heißt, die Prozesse sind klar, die Ziele sind klar, die Aufgaben sind klar beschrieben, es weiß jeder, was er zu machen hat. Und die Person, die früher da war, um immer zu sagen, was zu tun ist, ist möglicherweise heute schrittweise entbehrlich und sorgt dafür, dass das trotzdem läuft, auch wenn die hauptführungsverantwortliche Person eben nicht im Umfeld ist. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du die richtigen Leute findest und bindest, dass du möglicherweise den potenziellen Kandidaten in deinem Team, die Anhänger der Generation Y sind, die richtige Verantwortung übergibst, möglicherweise diese 11 Punkte mal besprichst und schaust, wie das bei dir auch passt. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du das Video teilst, wenn es dir gefallen hat. Und dann freue ich mich auch, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dahin.